so ein Punkt ist zum Beispiel, wenn wir über das Thema reden, Polarisierung. Ja. Was erwartet mich eigentlich, wenn ich im Markt mit einer Meinung polarisiere? Nicht nur Liebe. Ja, und ich würde sogar noch extremer sein. Ich würde sogar hergehen und sagen, es gibt nur noch zwei Lager beim Polarisieren. Es gibt die, die mich lieben, und es gibt die, die mich hassen. Und dazwischen gibt es nichts mehr. So, und das heißt, wenn mir das bewusst wird, dass das passiert, weil Polarisierung heißt, ich habe einen Standpunkt. Sind wir da bei Donald Trump und Co., oder? Wenn du so formulieren willst. Der ist schon ein Personal Brand. Na schon. Also schon. Also da wirklich, da gibt es die einen, die sagen, Gott, was ist das für ein Typ? Ja. Und die anderen, oh, Donald, you're awesome. Ja, ja, und viele dazwischen. Also ich bin dazwischen irgendwo trotzdem und sage, ich bewundere ihn für das, dass er das schafft, dahin zu kommen auf den Status. Irgendwas hat er richtig gemacht. Aber das meiste, und ich will den nicht in der Politik ganz oben sehen. Also jetzt traue ich mir jetzt einmal, mich da so hinzustellen, Herr Trump, Sie können mich klagen. Ja, also das ist ein gutes Beispiel, der polarisiert, und zwar XXL. Ja. Und ich will es mal so sagen, der polarisiert schon alleine, jetzt gehen wir mal, das ist ein schönes Beispiel, gehen wir mal hin, nicht nur das, was er inhaltlich bringt. Da ist ja nicht viel, was zu greifen ist. Sondern das Verrückte ist, womit polarisiert der zum Beispiel auch in der Form, wie er auftritt. Ja. Also wenn man mal genau guckt, dann sieht man, der hat immer hinten so blonde Mädels hinter sich stehen, wo du dich fragst, sag mal, von welchem Pin-Up-Kalender sind die denn gekommen? Aber das finde ich jetzt eine coole Idee. Also liebe hübschen Mädels links und rechts, von mir habe ich noch viel Platz, wer sich bewerben möchte. Für die nächsten paar Interviews, ihr könnt dann mit ganz tollen Leuten sprechen, wie mit dem Ben Schulz. Und ihr dürft im Hintergrund lächeln. Das gefällt mir jetzt. Herr Trump, Sie haben eine gute Idee gehabt. Danke, Ben. Aber das ist auch eine Form von Polarisierung. Ja. Wow, und das Verrückte ist... irgendwo subbewusst. Mir ist das gar nicht so aktiv aufgefallen. Und ich sag mal, der Punkt ist, polarisieren ist grundsätzlich ja nichts Schlechtes, weil polarisieren bedeutet, dass ich eine gewisse Haltung und Einstellung dafür einstehe und die wirklich dafür in die Sichtbarkeit gehe und mich dafür einsetze. Man kann immer von zwei Seiten vom Pferd fahren. Aber wenn sich jemand als Marke platziert, dann ist es definitiv so, dass er sich mit dem Thema Polarisierung auseinandersetzen muss. Und er muss sich die Frage stellen, ist das etwas und kann ich damit leben, wenn ich weiß, dass ich Gegner haben werde zu meiner Haltung? Kann ich das aushalten? Ist das etwas, was ich wirklich will? Oder merke ich, und ich kenne Kunden von mir, mit denen ich das lange diskutiert habe, die gesagt haben, das ist eine Form von Kritisieren und ich kann da ganz schlecht mit umgehen und ich weiß nicht, ob ich das aushalten will. Das will ich gar nicht bewerten sagen, aber es gibt einfach Leute, die, ich sag mal, ich glaube, ich habe in unserem letzten Video diesen Satz von meinem Großvater erzählt, der immer gesagt hat, was stört es eine Eiche, wenn sich ein Schwein dran kratzt? Aber nicht jeder kann mit dieser Haltung umgehen. Nicht jeder kann das wirklich. Und das ist, glaube ich, das ist eines der Aspekte, wo ich sage, da sollte man sich im Vorfeld mal Gedanken drüber machen. Und das ist ein Thema von vielen Themen, die wir in diesem Buch miteinander einfach durchdiskutiert haben, aus unterschiedlichen Richtungen her, und gesagt haben, lass uns darüber mal im Vorfeld reden, bevor wir eigentlich den nächsten Schritt gehen und sagen, okay, was muss ich denn jetzt operativ tun, damit ich zur Marke werde? Okay, also sich dem mal zu stellen, was hätte es denn für Folgen, wenn denn ich denn den Weg gehen könnte, den ich denn gehen will, ja? Du, und wenn's, wir haben jetzt das extreme Negativum da gehabt, den Herrn Trump, also bei uns ist er eher so. Es gibt ja auch die andere Seite, wenn ich mal anschaue, jetzt schauen wir in diesen deutschen Bereich nochmal rein, zum Beispiel ein Hirschhausen, Eckart von Hirschhausen. Also ich kenne jetzt niemanden, der ihn gar nicht mag. Was ist der? Ist der weichgespült? Ist der keine Marke oder ist der Personal Brand? Also, oder ein Tom Hanks. Ich kenne niemanden, der mir sagt, der Tom Hanks ist ein Arschloch. Also das sind so Leute, die mag man einfach. Ja, ich glaube, das ist nochmal so ein Punkt. Ist der Tom Hanks am Polarisieren? Und wenn ich meine vom Polarisieren her, weil der polarisiert ja nicht wirklich. Den Eckart von Hirschhausen, da können jetzt keine dramatischen Gegner, die das schlimm finden, dass der Kinder unterstützt mit seinem Clown-Doktors und rote Nasen und seinem den Menschen Freude beibringen. Tom Hanks, wie toll er seine Filme spielt und immer der sympathische Junge von nebenan. Aber ich kenne auch Leute, die sagen, sie mögen ihn als Schauspieler nicht. Ah, okay. Und ich kenne auch Leute, die sagen, ich mag auch den Witz oder die Form von Comedy,
die Eckart von Hirschhausen macht so nicht. Der geht nicht so an mich, dafür ist eher ein anderer. Ich glaube, was hier nochmal ein Unterschied ist, da muss man schon gucken, ist, wenn wir in diese Celebrity-Promi-Welt kommen. Ja, wobei mir scheint, es ist dann schon so, wenn ich mich auch als Trainer, Coach oder Zahnarzt in diese Rolle reinversetze des Personal Branding, dass ich eine gewisse Art von Celebrity-Status mir kreiere, oder? Also Celebrity heißt nochmal was anderes. Okay, gerne. Also, wenn ich in einem Celebrity-Status bin, dann bin ich ein Prominenter und das ist nochmal eine ganz andere Welt. Okay. Und das merke ich manchmal zum Beispiel in der Speaker-Welt, die schon auf einem, manche Kollegen und Kolleginnen laufen auf einem ganz, ganz, ganz hohen Niveau. Und da kann es dann zum Beispiel sein, dass bei einer Veranstaltung oder bei einem Event, die in einem Auswahlverfahren stehen mit anderen prominenten Rednern, wie zum Beispiel einem Oliver Kahn oder einem Joey Kelly oder einem Kali Kalmund zum Beispiel. Ne? Und das ist natürlich, wenn ich dann kein Promi bin und komme aus der Promi-Welt nicht, ist das natürlich eine Mordsherausforderung, gegen Prominenz auch nochmal gegen zu stinken. Also das ist, deswegen sage ich, also alles, was wirklich die Promi-Ecke ist, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, das ist nochmal ein ganz anderes Feld und betrifft eigentlich im Regelfall nicht, ich sage das mal, 90% der Leute, die sich selbstständig machen und als Marke in den Markt gehen. Da kann man jetzt nicht davon sprechen, dass man sagt, Mensch, wir haben jetzt hier Ziele, die aus der Promi-Ecke kommen oder so, das wäre ein bisschen ambitioniert, aber es gibt bestimmte Gesetzmäßigkeiten und Mechanismen, die sicherlich, was Darstellung angeht, sich mit ähnlichen Fragen beschäftigen, nur auf einer anderen Ebene. Okay, aber ist ein Promi eigentlich nichts anderes, der einfach häufiger in den breiten Medien vorkommt? Weil ein Joey Kelly ist für mich jetzt kein besonderer Mann, also sicher ein toller Typ und hat tolle Sportler, aber ist, oder ein Kalmund, der ist halt häufiger in den Medien und futtert da und verkostet. Bei diesem Promi-Dinner oder was ist da, wie heißt das, Koch-Duell oder sowas, ja. Also deswegen, das, für mich sind das ja auch einfach hundsnormale Menschen, die halt das, die mehr oder weniger die Freude haben, häufiger vor Kameras sein zu dürfen. Ja, also was die einfach haben ist, das ist der Unterschied. Der Bekanntheitsgrad und die Reputation sind von den Menschen einfach anders. Okay. Und das läuft auf einem höheren Level. Und ich sag mal, ist natürlich klar, wenn ich im Fernsehen bin, wenn ich da regelmäßig auftauche, wenn ich regelmäßig in den Medien bin und. Und mein Gesicht draußen im Markt natürlich mehr bekannt ist, dann habe ich natürlich eine ganz andere Reputation. Aber auch das Thema Bekanntheitsgrad und Reputation spielt für jeden, der sich als Marke in den Markt platzieren will und der erfolgreich sein will mit dem, was er tut, spielt das auch eine Rolle. Aber auch da, wir reden über eine andere Ebene. Okay.